Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei mir in der Mondhütte. Heute habe ich meine liebe Sabine eingeladen zu einem Gespräch und freue mich schon sehr. Jetzt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Umso mehr freue ich mich auf unser gemeinsames Gespräch. Hallo, liebe Sabine. Hallo, liebe Bettina, ich freue mich auch. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Mhm. Und wissen so ein bisschen, was jeder so macht in seinem Arbeitsfeld. Und wir haben uns ja heute getroffen, um all jenen, die da Interesse daran haben, über unser Arbeitsfeld, über den Schamanismus, wie wir ihn leben, wie wir ihn verstehen für uns, miteinander zu teilen und auch die Leute daran teilhaben zu lassen. Ja, genau. Genau. Vielleicht einmal so eine einsteigende Frage: Wie bist du eigentlich zum Schamanismus gekommen? Weißt du das noch? Ich bin zum Schamanismus gekommen, weil meine Seele vorher keine Ruhe gegeben hat. Was heißt das? Deine Seele hat keine Ruhe gegeben. Naja, also meine größte Lehrmeisterin war mein Leidensweg, sagen wir so. Mhm. Also ja, ich habe lange überhaupt nicht gewusst, für was ich da bin, was ich überhaupt machen soll. Also heilen war schon immer mein Antrieb, weil ich ja ursprünglich Tierärztin geworden bin und das auch studiert habe und fertig studiert habe. Ich wollte, habe sonst überhaupt nicht gewusst, was ich dann sonst machen sollte. Mhm. Also Energetik war zu diesen Zeiten in den 90er Jahren überhaupt kein Thema, dass es das gibt. Das war irgendwie ganz weit weg. Mhm. Und so war halt das Tierarztstudium und meine Tierliebe das, was mich hier auch gehalten hat. Mhm. Obwohl mir das Studium keine Freude gemacht hat, muss ich schon sagen. Ich habe mich wirklich durchgequält. Aber es gab keine Alternative. Ich wusste nicht, was sonst. Und naja, und dann war ich kaum fertig. Dann habe ich ja bemerkt, also energetisch konnte ich dann nicht Tierärztin sein. Habe dann eben als Amtstierärztin gearbeitet, was mich auch überhaupt nicht gefreut hat. Aber es war halt einmal so existenzsicherndes Arbeiten. Und ja, und dann hat eigentlich meine Suche dann erst richtig begonnen. Das war so, ja, mittlerweile 22 Jahre her. Und da war der Schamanismus auch noch ganz weit weg. Also keine Ahnung, also das war wirklich weit weg. Ich habe halt dann begonnen, also ich habe selber gemerkt, dass ich sehr dissoziiert bin. Also ich war quasi am Leben, aber mir selber überhaupt nicht nahe. Von meinen Gefühlen dissoziiert. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen, nach mir selber. Das hat mich zuerst zur Atemarbeit gebracht, mhm. Wo dann eben sehr viel Verdrängtes hochgekommen ist, Gefühle. Und ja, dann unmittelbar danach bin ich zur Kunsttherapie gekommen. Und da ging es dann auch um diese Verarbeitung dieser Emotionen, dieser Ausdruck. Die ganzheitliche Sichtweise hat Einzug gehalten bei mir, dass eben ja alles seinen Raum hat und haben darf, auch vor allem die verdrängten Gefühle. Mhm. Also ja, und dann habe ich gleichzeitig Familienaufstellung gemacht. Also ich habe so viel gebraucht für mich selber. Ja. Ja, und das war halt der Weg. Und dann habe ich wieder, bin ich zurück zu den Tieren, dann habe ich tiergestützte Therapieausbildung noch gemacht. Also es ging immer weiter. Ich hatte eine Ausbildung fertig und schon wieder die nächste. Mhm. So wie so viele Frauen, glaube ich, in Heiler Ausbildung, Heilerin Energie haben. Ja. Und ja, und dann hatte ich eine Vision, wie ich die tiergestützte Therapieausbildung gemacht habe. Da habe ich dann diese Vision bekommen. Also ich möchte so mit der Natur nahe leben, mit Tieren leben und halt auch kunsttherapeutisch arbeiten. Das war so, da dachte ich, da bin ich jetzt dann schon mir selber ziemlich nahe. Ja, und dann kam der Schamanismus auch noch dazu. Hat sich ergeben, eine Freundin hat mich mitgenommen zu einem schamanischen Silvester. Das war 2013 auf 2014. Und ja, und da war ich bei einem schamanischen Ausbildungsort in Oberösterreich und da ging es los mit dem Schamanismus. Und das war dann jetzt eigentlich auch noch einen Zyklus von 7 Jahren, wo ich mich dann auch wirklich gefunden habe, selber gefunden habe, auch, dass ich Schamanin bin,
von meiner Essenz her und hat dann auch sehr viel mir erklärt, warum mein Leben auch so war, wie es war und so quasi aus dem, wie sagt man, aus der auf dem Rückwärtsblick habe ich jetzt sehr vieles verstanden. Mhm. Aber die eigene Heilung geht immer weiter, also das ist, auch wenn ich jetzt so in der Lage bin, andere zu begleiten, also ja, der eigene Transformationsweg ist nicht zu Ende, aber ich bin halt mittlerweile sehr, sehr gut bei mir angekommen und was da noch ist, darf sich auch auflösen. Ja. Ja, es fühlt sich so gefestigt an in dir. Gefestigt, ja, genau. Aber nicht starr. Also es darf sich immer noch bewegen, es darf sich immer wieder neu transformieren, aber du hast so eine Erdung für dich. Ja, genau. Ja? Das sind ja beide Stier, nicht wahr, Bettina? Ja, genau. Genau, und der Stier muss das auch leben. Ne? Ja. Also diese Erdung. Ja, unbedingt. Absolut. Ich finde es spannend, wie ähnlich, wenn wir einander zuhören, wie ähnlich unsere Geschichten alle sind. Nicht? Also ich erlebe es auch immer wieder in meinen Frauenkreisen. Erzählt eine Frau von ihrer Geschichte, wie es ihr gerade geht, in welchen Prozessen sie gerade ist. Und du kannst davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der Anwesenden sagen, mir geht es eigentlich genauso. Ja, es ist wie wenn du meine Geschichte erzählst. Und so habe ich es jetzt auch ein Stückchen ähnlich gefühlt, ja, wie du von deinem Weg erzählt hast. Bei mir war es sehr ähnlich. Ja. Also viele wissen ja, dass ich Brustkrebs hatte mit 34 Jahren. Das war 2005. Und ich habe dann nach dieser tiefen, schweren Transformation mit tausenden Todesängsten und, dann 2006 den Weg zum Shiatsu gefunden, als Körpertherapeutin, da mich in das Feld hineingearbeitet, mit Qigong, die Ausbildung und die Kranio. Also ich habe 10 Jahre lang nur Körperarbeit gelernt, weil mir das so wichtig war, diese Heilung in mir selbst zu erfahren, diese Quelle in mir immer wieder neu zu fühlen und sie auch zu stärken mit meinem Bewusstsein, nicht? Also mein Bewusstsein ist nicht nur da, um pausenlos irgendwie was zu erledigen und zu checken und für andere da zu sein, sondern auch um diese Kraft in mir, ja, für meine Prozesse eben zu nutzen. Und davon hatte ich nie eine Ahnung. Und das durfte ich in diesen 10 Jahren meiner Körperausbildungen einfach lernen. Und da ist der Schamanismus einfach so tief auch verwurzelt, auch in der Körperarbeit, ja. Und die 5-Elemente-Lehre kannst du aus der TCM gar nicht weg hinaus dividieren. Die ist einfach drinnen. Ja? Oder dass die Emotionen, ja, die auch den Elementen zugeordnet sind. Ja? Also diese ganzen alten Weisheitslehren. Und das hat mir so geholfen, so Schritt für Schritt meinen Weg in den Schamanismus hineinzubekommen. Ohne dass ich eigentlich ganz gezielt eine schamanische Ausbildung gemacht habe. Ich hatte eine Schamanin auch, die aus Brasilien kam, bei der war ich ein Jahr lang in der Lehre. Aber bei mir hat sich's wirklich so zusammengestückelt durch unterschiedlichste Lehrer und Lehren, dass mein schamanisches Feld sich daraus entwickelt hat. Und ich finde es oft lustig, weil du auch gesagt hast, dass du das einfach so fühlst. Und das ist eine Wahrheit, dass du diese Schamanin auch bist. Und yes. Das ist nicht eine Etikettierung, die wir uns von irgendjemandem anderen bestätigen lassen, sondern das fühlt man. Irgendwann kommt diese Stimme aus dir selbst heraus und du weißt, dass du die bist. Ja, also es war ein langer Erkenntnisprozess, weil es ist zuerst eher von außen immer wieder mir so gesagt worden, ja. Das bist du. Und ich konnte sehr lange überhaupt nicht annehmen, nicht wahrhaben. Das war wirklich ein Weg. Dann hat mir auch eine, die selber Schamanin ist, gesagt, ja, vielen gefällt dieser Begriff und dieses Wuhu da herum und wollen da irgendwie das auch so quasi sein. Ja. Und die sind, wollen so lange nicht sein. Und das hat mir gedacht, ja, das hat auch was. Das hat auch voll gestimmt. Und dann hatte ich wirklich dann auch noch über die Astrologie dann diesen Hinweis. Und das war dann für mich dann so, ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt glaube ich es wirklich.
eben, das ist eben die Seelenessenz von Eva Denk, dieses Wissen, das sie da vermittelt. Und also es hat ja jeder Mensch seine spirituellen Gaben und seine Aufgaben. Und da gibt es eben, nach dem Tier, sie arbeitet ja mit dem klassischen Tierkreis und mit der klassischen Astrologie. Und da gibt es eben 12 spirituelle Aufgaben, die halt ihre Bezeichnung haben. Also es gibt auch die Seherseele, also die bin ich jetzt auch in diesem Leben. Dann gibt es auch die Liebesseele, die Erinnererseele, die Bewahrerseele, die Erdhüterin. Und da bin ich halt eben mit meinem Chiron im 8. Haus, in der Schamanenenergie, als in der Uressenz. Und das habe ich anscheinend gebraucht, um das dann wirklich auch annehmen zu können. Ja, das war für mich ein sehr wertvoller Beitrag. Und dann habe ich halt dann auch noch natürlich, also ich habe auch eine Medizinrat-Wochenende gemacht. Also ich fühle mich sehr zu Hause im Indianischen und auch also alles, was da drüben ist, auf der anderen Seite, im Inka und im Maya-Kalender. Also ich arbeite auch mit dem Maya-Kalender. Und ich arbeite, und dann habe ich eben eine Ausbildung gemacht im Inka-Schamanismus. Aber dieses Wissen steckt, jede Tradition, sage ich mal, jede schamanische Tradition hat so quasi ihre eigenen Instrumente, Methoden, aber das Urwissen ist in allen das Gleiche, nämlich diese Verbindung mit dem Ganzen. Die Elemente, die Windrichtungen und dass wir als Mensch eingebunden sind in dieses Kreuz und also in dieses dreidimensionale Kreuz, in Mutter Erde, Vater Himmel, die Windrichtungen, die Elemente und das, also und diese wichtige Erkenntnis eben auch, also ich bin Existenz. Also das gehört eben auch in den Inka-Schamanismus, ein ganz wichtige Erkenntnis und Wissen. Ich bin Existenz, also ich bin als Mensch göttlich gewollt, genauso wie jede Blume, jeder Baum, jedes Tier. Ich habe diese Existenzberechtigung, weil ich bin. Und das war für mich, das hatte ich vorher auch schon, diese Erkenntnisse, aber im Schamanischen, in der Ausbildung wird das halt dann auch noch einmal für den Geist so richtig auch noch einmal näher gebracht, um es auch dann ganz sicher auch zu haben, was ist das wirklich, ja, was ist wirklich schamanisches Wissen. Und für mich ist es eben diese Verbindung mit der Natur und als Existenz. Ja. Weil du auch sagst, eben dem Geist, ne? So viele wissen so vieles schon. Ja? Also das erlebe ich auch oft bei mir in der Praxis, dass Frauen dann sagen, du, das weiß ich alles schon. Und dann frage ich sie, kannst du es denn auch schon spüren? Als deine Wahrheit? Als deine Transformation, wo sie sagen, nein. Nicht? Und das ist ein großes Thema in meiner Arbeit, diese Heilung von Körper, Geist und Seele. Mhm. Wir müssen oft die Dinge erstmals verstehen, und zwar auf allen Ebenen, um überhaupt mal dann weitergehen zu können, es in die körperliche Heilung zu bringen, ja, unser Körperhaus. Und dort, wenn der Körper mal geheilt ist, können wir uns der Seele zuwenden. Nicht? Also auch so dieses, was ich gerne leben möchte, meine innere Weisheit, meine innere Stimme. Ja? Aber solange mein Körper und mein Verstand nicht mitschwingen, kann ich meine Seele, kann ich diesen inneren Schatz nicht in die Welt hinaustragen. Absolut. Das ist eben die große Aufgabe, finde ich, jetzt von allen Heilern und Heilerinnen, die in diesem Feld arbeiten, diese Blockaden und schweren Energien und vor allem auch mentale Energien, aber auch auf Körperebene zu reinigen. Also für mich ist das eben die große Aufgabe, diese Reinigungsarbeit unserer Energiefelder. Mhm. Und so wie du eben sagst, also auf Körperebene entgiften, geistig entgiften und befreien, auf der emotionalen Ebene befreien und eben auch wieder die spirituelle Anbindung finden, die ja im Kollektiv sehr verloren gegangen ist. Ja. Und wo, also eben, da sind auch die 4 Elemente jetzt dann drinnen. Und wo wir aber
also meine Wahrheit nicht können ohne. Wir können nicht ohne diese Anbindung. Ich kann nicht hier funktionieren auf der horizontalen Ebene, menschlichen Ebene, wenn ich hier diese Anbindung nicht habe, was eben wieder Mutter Erde, ich, mein Herz und Himmel, also diese Achse. Ja. Und dann eben dahinter auch, also ganz dringend und wichtig sehe ich eben auch die Ahnenarbeit. Die Verbindung wieder mit unseren Ahnen, die Befriedung und Versöhnung mit unserem Ahnenfeld und wo hier auch in unseren Räten, sage ich mal, das sehr verloren gegangen ist, diese Tradition, dieses Wissen, wie wichtig unsere Ahnen sind und die Verbindung mit ihnen, die Versöhnung, den Frieden. Und da wir mir schauen, ist da eben auch ganz viel Heilung noch, die da passieren darf. Und ja, also Ahnenarbeit ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann eben viele sagen, so wie du sagst, geistig, ja, ich weiß so viel, aber das ist eben auf der geistigen Ebene. Es geht eben auch um diese ganzheitliche Erfahrung. Es geht darum, dass ich wirklich wieder mich verbinde mit Mutter Erde, mit meinem Körper und mit meiner Seele. Und dann kommt, ja, also ich weiß ja nicht einmal, was meine Seele will. Ich weiß ja gar nicht, was sind überhaupt meine größten Ängste? Und ja, und da steckt eben auch dann ganz viel Wissen, also meine Intuition auch, die dann halt dann auch ganz viel da durchbekommt. Und dann gibt es eben auch den Maya-Kalender und auch die klassische Astrologie. Mhm. Wobei da ich den Unterschied sehe zwischen klassischer Astrologie und Maya-Horoskop, wo Maya-Horoskop sehr stark diese spirituelle Ebene abdeckt. Mhm. Uns eben auch eigene Rituale anbietet. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, für diejenigen, die von Maya-Kalender noch keine Ahnung haben, ob du da ein bisschen was erzählen möchtest. Ja, also der Maya-Kalender, zu dem bin ich halt dann auch irgendwann auf meinem Weg gekommen, weil ich wollte mich ja selber erkennen und ich hatte eben keine Ahnung, wer ich bin, weil eben auch so viel Entwurzelung da war, ich nicht angebunden war an mich. Und da hat mir halt, also klassische Astrologie habe ich mich auch beschäftigt natürlich, aber dann natürlich auch das Maya-Horoskop. Und der Maya-Kalender ist so eben zu mir gekommen, eben auch durch mein Bedürfnis, mich selber zu besser kennenzulernen, auch über den Geist zuerst, weil da war eben so viel Verwirrung, ja. Und diese Verwirrung ist auch im Feld, dieses, wer bin ich überhaupt? Und da bietet halt der Maya-Kalender und das Maya-Horoskop ein gutes Werkzeug, wo ich mich dann auch über die Energien, weil der Maya-Kalender, also natürlich auch klassische, also alles ist Energie, aber der Maya-Kalender eben mit diesen Energien, die er da beschreibt, arbeitet ja mit 20 Hauptenergien und den 13 Tönen, bietet da eben einen guten Input auf der spirituellen Ebene und dann kann ich mich eben auch mit diesen Energien verbinden. Mhm. Er sagt mir auch, wo komme ich her, energetisch gesehen, wo gehe ich hin, wo zieht es mich hin? Also er gibt meinem Geist das Futter, sozusagen. Mhm. Und er sagt mir auch, meine weibliche Kraft, meine männliche Kraft und meine Herzensenergie, die eben in diesem Leben sich entfalten möchte, meine Herzensgabe, meine Seelenaufgabe. Also ich denke mir, gerade für Menschen, die irgendwie gerade in der Verwirrung sind in ihrem Leben oder in einer Krise sind, dass das eine totale Unterstützung sein kann. Absolut, mhm. Absolut. Und dann arbeite ich auch eben mit wunderschönen Maya-Orakelkarten, die dann auch diese Energien repräsentieren. Und dann kann man wie in einer Aufstellung sich dann auch in diese Energien hineinstellen. Und auch sich die Bilder mitnehmen und sich immer wieder damit verbinden. Mhm. Weil das ist eben, ich bekomme Einblick in mein Potenzial. Ja? Und das ist eben, das sagt mir jetzt nicht die Sabine, weil sie glaubt, das zu wissen, sondern eben, das sagt mir dieses alte Wissen des Maya-Kalenders. Mhm. Und ja, und das wird eben auch sehr gut angenommen, genauso wie die Ahnenaufstellung. Da bin ich im Moment sehr ja, am Arbeiten und auch wird auch angenommen. Schön. Was mir auch jetzt gerade so kommt, ist so, dass ich das gerne noch sagen möchte, allen da draußen jetzt, dass Schamanismus keine Religion ist. Ja? Also
das ist nicht irgendetwas Starres, was man täglich oder einmal in der Woche, am Sonntag vielleicht noch am besten um 10 Uhr praktiziert, sondern das ist etwas, was man ins Leben mit hineinnimmt. Also ich lebe meinen Schamanismus, ich lebe diese Energie, das bin ich. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich vielleicht entsprechend kleide oder ausdrücke, sondern es ist alles, so wie du vorhin das auch so schön gesagt hast, es ist alles miteinander verbunden. Alles ist Energie und so, somit ist alles in meinem Schamanismus, in meinem Leben Schamanismus. Ja, so kann man das vielleicht sagen. Das kann mal sein, dass ich räuchere, das kann mal sein, dass ich singe, das kann mal sein, dass ich Orakelkarten ziehe, das kann sein, dass ich mit Kräutern arbeite und, und. Weil eben Schamanismus nicht etwas Eingefrorenes, Starres ist, sondern es ist etwas Lebendiges, es ist etwas sich immer neu Transformierendes mit uns. Und es ist gleichzeitig auch, das finde ich so schön, das hat einer meiner Lehrer mir auch mal mitgegeben, der leider schon verstorben ist, dass Schamanismus wie ein Bruder oder eine Schwester ist, das immer an deiner Seite ist. Wenn du dich mit deinem Bewusstsein daran erinnerst, ja? Also zum Beispiel auch mit Krafttieren zu arbeiten, es ist sehr hilfreich und unterstützend für einen Prozess vielleicht, schamanische Reisen zu machen für jemanden. Aber es ist ganz wichtig, dass wenn wir uns mit dem schamanischen Feld beschäftigen und das in unser Leben einfließen lassen wollen, dass wir dann auch unsere Krafttiere regelmäßig da sein lassen in unserem Leben. Sonst wäre es als Beispiel, wie ich kaufe mir einen Hund, finde das jetzt total toll und unterstützend für meinen Prozess, weil ich Hunde so lieb finde und sie mich gerade glücklich machen. Mhm. Und 3 Wochen später kümmere ich mich aber dann nicht mehr um den Hund. Oder nur noch so, ja, ich stelle ihm halt eine Futterschüssel hin, aber streicheln und vielleicht trainieren und Wanderungen gemeinsam machen, das mache ich dann nicht mehr. Und so ist es gleich mit dem Schamanismus. Schamanismus ist wie ein Bruder oder eine Schwester, das gelebt werden möchte. Ja, es ist für mich es ist die urmenschliche Spiritualität. Hm. Also das war immer da und dann ist also dieser Schamanismus und eben das ist ja, wenn man jetzt sagen will, die Religion der Urvölker. Mhm. Und dann kam eben ganz viel geistige Spiritualität, die hier nur stattfindet. Du darfst, du sollst, du bist und was. Ja. Und der Gott ist über mir und ich bin immer in diesem, ich bin schuld, ich bin falsch. Ja. Und deswegen ist für mich auch dieses alte religiöse System am Sterben. Gerade begriffen, in diesem riesengroßen Bewusstseinswandel, in dem wir uns befinden. Ja. Also mich hat, ich bin ja protestantisch quasi getauft und ich habe mich da auch sehr lange da auch wiedergefunden mit meinem Emanzentum, das ich auch sehr lange gelebt habe, diese Wunde, sage ich jetzt mal. Und habe schon sehr lange mit Jesus gearbeitet und mit dem Christus. Also es geht ja auch im Schamanismus um das Christusbewusstsein. Mhm. Es geht ja um die Herzenergie. Es geht ja darum zu erkennen, ich bin Liebe. Gleichzeitig weiß ich aber auch, ich bin hierher geboren, auf diesem Planeten, in diese Dualität, wo es hell und dunkel gibt. Mhm. Und ich kämpfe auch nicht dagegen an, sondern ich weiß, dass es so ist und ich habe auch auf Seelenebene dazu Ja gesagt. Mhm. Es heißt eben nicht, es ist alles nur schön, also, sondern eben es geht darum, es für mich also meistern zu lernen, mit der Dualität hier, mit der Polarität umzugehen und meine spirituellen Ressourcen zu nutzen, eben meine Ahnenkraft, ja, meine die Krafttiere und was eben wieder auch alles Energie ist. Und meine geistige Kraft, also wirklich aus diesem Opfer-Dasein und aus dem Täter-Opfer-Retter-Richterspiel auszusteigen und wirklich die Fähigkeit zu bekommen, wirklich meiner Seele zu folgen. Und das kann ich nur dann, wenn ich all diese Muster, Gedankenmuster, übernommene
Matrix, sage ich einmal, in mir transformiere. Ja. Und das ist halt im Moment auch die Zeitqualität, weil meine Wahrheit, Mutter Erde hat entschieden, so geht es nicht weiter. Ja. Die Menschheit erlebt es gerade, so geht es nicht weiter. Ich habe deinen Post gelesen, so viele melden sich bei dir, ich kann nicht mehr. Ja, wenn ich nicht mehr kann, bin ich aber auch bereit, was zu ändern. Genau. Solange ich noch immer kann, ich selber alles erlebe, solange ich noch immer ins Ministerium reingehen kann und meine Seele jetzt nicht auf den Tisch quasi nichts haut, aber sagt, mit 50, Sabine, wenn du jetzt da nicht bei der Tür rausgehst, dann gehen wir da raus. Ja. Hm. Wenn du nicht mir vor, ich dem fragst, ich, mit 50, wer geht mit 50 ins Ministerium? Ja, es gibt welche, aber es war nicht einfach. Ja. Ja. Und so ist es eben, die Seele ruft. Die Seele ruft und entweder hörst du drauf oder nicht. Ich höre da eine ganz radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Radikal. Heilung, wenn wir einen Heilungsprozess, in welcher Form auch immer, indem wir komplett neu ein neues Leben uns aufbauen, indem wir in eine neue Beziehung gehen wollen, indem wir körperlich etwas heilen wollen, braucht es eine radikale Kursänderung. Das ist nicht nur, wir nehmen ein bisschen ein Pulver oder wir gehen mal ein bisschen zu Sabine oder zu Bettina ein, zwei Mal und lassen uns da begleiten und lassen uns sagen, was ich jetzt zu tun habe, sondern es ist eine radikale Veränderung. Es ist dieses Nein nach draußen und dieses Ja zu sich selbst. Und dieses Ja darf auch noch unsicher sein und auch noch nicht wissen, wie es werden wird. Absolut. Und diese Aufgabe, bei diesen Krisen zu begleiten, da sehe ich mich in dieser Bewusstseinswandel-Krise. Ja. Und ich meine, so wie du sagst, es ist nicht heute mal mich auf die Liege bei der Sabine legen oder eine schamanische Sitzung. Ich meine, ich sage ganz klar, wenn jemand kommt, der meine Energetikerin kommt nicht mehr weiter, ja. Kannst du jetzt bitte Simsalabim machen, so quasi? Das kenne ich, ja. Ja, sage ich, ja, ich kann dir helfen, ich kann dich begleiten. Aber du musst. Ja, bist du auch bereit, im Außen was zu verändern oder willst du dein Workaholic-Leben, wo du schon Herzschmerzen hast, weiterleben? Ja. Bitte, wenn du nicht bereit bist, im Außen was zu verändern, dann kann ich kein Abracadabra machen. Es ist unmöglich. Und dann bin ich nicht die nächste Energetikerin, die nichts mit dir weiterbringt. Danke, Sabine, dass du das so deutlich sagst. Genauso fühle ich es auch. Ja. Wir können als Heilerin, als Schamanin, als Therapeuten, wie auch immer jemand sich nennen mag, und alles ist legitim und berechtigt, wir können nur jemanden begleiten, der wirklich die Bereitschaft hat, etwas in seinem Leben zu verändern. Ja. Ja, das ist der freie Wille. Und dieser Wille muss da sein. Es geht einfach nicht, dass man, gut, ja, das sage ich auch, du kannst kommen, legst dich auf die Liege, aber ehrlich gesagt, mir macht das keinen Spaß. Ja. Ich möchte mit jemandem arbeiten, der wirklich auch diesen Leidensdruck hat, ja, und der Leidensdruck ist für mich kein Thema, weil das ist ja meine Lehre, aber wirklich auch weiß, er muss jetzt was verändern und er kann sich nicht einfach nur bei mir herlegen, und sich beküdeln lassen, ne? Und dann geht es raus und die Welt ist wieder in Ordnung, so ist es nicht? Voll, genau. Ja, diese Ehrlichkeit braucht diese Wahrheit. Und da rennt dann schon auch mal jemand bei mir raus und sagt, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich habe immer wieder auch Leute, die sagen, du, ich beobachte dich schon seit vielen Jahren auf Facebook, ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut zu kommen, jetzt bin ich bereit. Und das ist so wichtig, auch selbst abzuwarten, wann dieser innere Impuls, für manche ist es ein Leidensdruck, es ist vielleicht auch eine Krankheit, ja, eine psychische oder eine körperliche, aber dann kommt der Punkt, wo jemand sagt, und jetzt reicht es, jetzt gehe ich in die Heilung, jetzt lasse ich mir helfen. Ja, und wir sind jetzt wirklich an diesem Punkt im Kollektiv, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es war. Das heißt, die Veränderung im Außen passiert durch uns. Ich kann nicht das Paradies im Außen erwarten, wenn ich es in mir nicht habe.
Wenn ich noch immer glaube, ich muss funktionieren, wenn ich noch immer Existenzängste habe, natürlich haben wir die alle, weil das ist eine gewisse Matrix, die wir in uns haben. Aber da wollen wir jetzt eben im Kollektiv auch nicht stehen bleiben und Mutter Erde will das auch nicht, meine Wahrheit, dass wir da stehen bleiben, sondern das Paradies im Außen ist der Frieden in mir, ist die Freude in mir. Und dann bin ich auch, also heilst du dich selber, heilst du die Welt. Und das stimmt auch. Ja. Und im Resonanz, durch die Resonanz kommt, also in mir das Paradies, bin ich dann auch im Außen im Paradies. Das ist einfach das Naturgesetz der Resonanz. Ja. Aber ich kann nicht immer außen schimpfen. Also ganz wichtiges schamanisches Prinzip. Ja, voll. Niemals im Außen. Ja, ich hab gerade eine ganz wunderbare Seele, die ich begleiten darf, und die hat mir erzählt, der Großvater hatte schon Depressionen, warum auch immer. Die Mutter hat Depressionen, sie hat Depressionen, das Kind hat Depressionen. Es zieht sich quasi wie in der DNA durch, ja. Und sie sagte mir dann, das ist halt bei uns so. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, im Grunde genommen ist es eine Etikettierung. Wir haben es etikettiert, um den Dingen einen Namen zu geben. Der Großvater, die Mutter, ich selbst, das Kind hat es. Das ist bei uns so. Das ist die Etikettierung. Und wenn wir, solange wir nicht begreifen, dass wir Etikettierungen abnehmen können, dass wir durch die Epigenetik, nämlich die Art und Weise, wie wir denken, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir unsere Seelenkraft ins Leben tragen, können wir durch die Epigenetik die Dinge wieder verändern. Und dann wird es nicht weitergegeben. Die Krankheit, der Krebs, was auch immer. Was auch immer. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir erkennen, dass wir uns selbst ermächtigen können. Ja. Dass jeder, so wie du es auch vorhin so schön gesagt hast, in deiner Sprache, jeder diese Kraft in sich selbst drinnen hat. Die wurde halt aus welchen Gründen auch immer niedergedrückt oder durfte niemals lebendig sein, weil halt gewisse Denkmuster weitergegeben worden sind, weil wir gewisse Prägungen in der Schulzeit erfahren haben, gemobbt worden sind, was auch immer wir dann erlebt haben. Weil wir mit Schlägen vielleicht groß geworden sind, weil wir erniedrigt worden und klein gemacht worden sind. Aber so wie du es jetzt sagst, es ist jetzt die Zeit, es ist so ein großes Potenzial, auch darin, in dieser Krise, in der wir gerade noch immer leben, ja, dass wir jetzt dieses Ja zu uns selbst sagen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, was kommen wird. Der Baum weiß auch nicht, wie er nächstes Jahr wachsen wird. Aber er wird wachsen, weil das ein Naturgesetz ist. So ist es. Schön gesagt, Bettina, danke. Ja. Und ich meine, zum Thema Depression, das ist auch meine Familiengeschichte. Ja. Und ich hatte schwerste Depressionen. Ich hatte alle möglichen Zustände, die man sich nur denken kann. Ja. Bipolare Diagnose, Depressionen, Angst, Panikattacken, Psychose. Mhm. Und wenn das jetzt so sein soll, dann die Botschaft, alles ist heilbar. Und ich bin der beste Beweis, was Depression und psychische Krankheiten betrifft. Deswegen sage ich auch, alles ist möglich zu heilen. Alles. Und meine eigene Erfahrung ist, alles ist heilbar. Und und die Heilung passiert auf der Seelenebene und vor allem auch auf der geistigen Ebene. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hatte auch eine Klientin, die hatte Krebs im Endstadium, aber was dieser Krebs im Endstadium mit ihr gemacht hat, was die noch alles in die Heilung gebracht hat auf ihrer Seelenebene, auf ihrer geistigen Ebene, sie hat sich mit ihrer Familie versöhnt, sie hat noch urviel Heilarbeit geleistet in diesem letzten halben Jahr, dass sie geblieben ist, wo ich sie auch begleiten durfte. Ich bin sehr dankbar dafür. Und sie ist mittlerweile gegangen. Und sie hat bis zum Schluss an ihre Heilung geglaubt und sie hat gesagt, ich mache ein neues Leben. Dieses neue Leben muss jetzt nicht eben in diesem Leben passieren. Ja, genau. Ja? Und der Tod ist, also eben, der Tod ist ein Übergang und ein Ende eines Zykluses. Ja? Und deswegen sage ich, alles ist möglich.
Und wenn du draufkommst in diesem Leben, du leidest auf der Seelenebene, dann ist das der Call für deine Heilungsarbeit. Dann ist das der Call deiner Seele. Geh weiter. Schau, was du jetzt in diesem Leben noch alles erfahren kannst an Heilung. Wo kannst du wieder zurückkommen zu deinem wahren Selbst? Wo kannst du wieder zum Göttlichen zurückkommen, wo du dich als Teil des Ganzen fühlst? Und diese Erfahrung hat meine Klientin auch im Endstadium von Krebs noch machen dürfen. Mhm. Ja? Und so sage ich, alles ist möglich, weil dann manche sagen, ja gut, du konntest jetzt jemanden nicht, ne, vom Krebs heilen. Ich sehe immer die Seelenebene. Ja. Also es heißt nicht immer per se, wenn wir von Heilung sprechen, wenn jemand nach Heilung bedarf, auf körperlicher Ebene, dass das im Seelenplan vorgesehen ist. Nicht? Das ist vielleicht auf der geistigen Ebene, ja, dass der große Wunsch da ist, wieder heil zu werden. Aber auf der Seelenebene ist es im Erfahrungsprozess der Seele ist es nicht vorgesehen. Ja? Ja. Natürlich wollen wir, wenn ein Kind früh stirbt und oder sonst irgendwie Tiere genauso, ja, natürlich wollen wir sie festhalten. Ja. Aber auf Seelenebene ist es ein ganz ein anderes Loslassen, so wie du auch gesagt hast, weil die Seele will erfahren und sie will durch mehrere Leben erfahren dürfen. Das hat mir auch so sehr geholfen, weil ich auch so sehr gekämpft habe mit diesem Schmerz und dem Tod meiner Mutter, die ich mit 14 Jahren verloren habe. Mhm. Das zu verstehen, dass die Seele immer lebendig ist. Entschuldige, ich muss da nur kurz was zumachen. Dass die Seele immer lebendig ist. Und das ist das, was mir der Schamanismus auch gebracht hat. Diese Weisheit, dieses Fühlen können, dass wenn ich in die Verbindung gehe mit einem Krafttier, mit einem Engel, mit Jesus, mit meiner Mutter, die schon verstorben ist seit vielen Jahren, dass ich jederzeit in das Energiefeld mit dieser Seele eintauchen kann. Ich kann sie immer wieder lebendig werden lassen. Und dann spüre ich und dann erkenne ich in meiner inneren Welt es als dieses Ja, dass alles lebendig ist. Immer und ewig und fortlaufend. Dann ist es egal, was andere Menschen mir erzählen, weil ich spüre es als diese Antwort, als eine Wahrheit. Und das hat mir so sehr diese Angst genommen. Noch immer hänge ich an meinem Leben und noch immer hänge ich an meinen Kindern. Aber es gibt mir gleichzeitig auch eine Sicherheit als eine innere Wahrheit, dass wir immer weiterleben. Auch wenn ich mal nicht mehr existiere. Oder wenn ein Mensch, ein Tier, mit dem ich eine ganz enge Verbindung habe und den Körper in diesem Leben verlässt, so werde ich weiterhin nicht nur durch unsere schöne gemeinsame Zeit, sondern ich kann weiterhin in Verbindung bleiben. Und da muss ich nicht nur am Friedhof gehen, um meine Ahnen zu besuchen. Das kann ich auch machen, kann dort in Kontakt gehen. Aber ich kann auch, und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer wieder gerne den Frauen, die das erleben mussten, dass sie frühzeitig ein Kind verloren haben, oft noch im Bauch, dass ich sage, hol dir doch die Energie deines Kindes zu dir in die Familie. Durch ein Symbol, vielleicht holst du dir ein Symbol aus der Natur oder du gestaltest selber etwas, das als Symbol auf deinem Altar bei euch im Wohnzimmer oder bei dir im Schlafzimmer oder in deinem Rückzugszimmer immer gegenwärtig ist. Und dann singst du für diese Seele oder du erzählst ihr etwas, wie du gerade fühlst, wie du gerade heute den Tag erlebt hast. Ja. Und dann kommen wir in diese Erfahrung, dass alles lebendig ist. Alles lebendig. Auch das oder derjenige, der offensichtlich mit unseren Augen, wo wir jemanden nicht mehr erfassen können, trotzdem da ist.
Ja, also diese Illusion der Trennung möchte gerne aufgelöst werden. Ob es jetzt die Trennung durch Tod ist oder die Trennung durch verlassen werden auf Beziehungsebene, es geht um die Heilung dieses Trennungstraumas. Ja. Und das geht eben über die spirituelle Ebene. Das geht nicht nur über Körper, Geist und Emotionen, sondern das ist eben auch diese spirituelle Arbeit, die, wo ich eben auch meditieren lernen musste, durfte. Und wo es wirklich um diese Erfahrung geht. Ich bin eins mit allem. Das ist nicht etwas, das ich über den Geist mir selber immer wieder nur sagen kann. Nein, das ist Ist der etwas, was Geist. wir fühlen dürfen, nicht? Ja, wir dürfen es dann wirklich erfahren. Und das ist eben auch ein Einlassen auf das Trommeln, auf die Meditation in diesen Raum, wo ich dann nicht mehr über den Geist die Kontrolle habe, wo ich es mir nicht mehr erzeugen kann, nicht mehr kreieren kann, sondern wo es um die Stille im Geist geht und die stille Erfahrung meines Herzensraums. Und das ist die wahre Kraftquelle. Und die hat jeder. Die wurde nur von vielen sehr vergessen durch diese Entwurzelung, durch die geistige Ja, du sollst, du musst, du hast. Genau. Gehirnwäsche. Ja. Und es hat uns das niemand gesagt. Ja. Hat uns niemand gesagt, geh in dein Herz, was ist da? Ja. Oder spür mal in deinen Bauch hinein, wie fühlt sich das an für dich? Ja, Ja. spüre. Und wo ist dein Herz? Und alles nur hier, also wirklich unsere westliche Welt. Wir dürfen wirklich, und das ist ja auch über den Maya-Kalender und auch über diese Indigenen, dieses Bild, der Kondor fliegt wieder mit dem Adler, wo der Kondor eben steht für das Emotionale und auch um das Fühlen. Und habe ich hier Kondor gesagt, ja? Konto, Der ja. Kondor. Und der Adler steht eben für den Geist, für den weißen Mann und der Kondor steht für das Indigene, auch für das Weibliche und das Männliche. Und es geht darum, dass das wieder in die Balance kommt, das Fühlen mit dem Denken. Und wir sind da sowas von überlastig Ja. hier, dass das eben jetzt der Punkt ist, wo es nicht mehr geht. Hier oben gibt es keine Lösung für all unsere Probleme, die wir haben. Es ist da keine Lösung. Da gibt es nur Wiederholung von dem, was ich erfahren habe, gelernt habe, geprägt worden bin, meine Ängste, meine Glaubenssätze. So. Und da geht es eben darum, auszusteigen. Und das ist nicht das Einfachste. Aber ich denke schon wieder so viel. Okay. Ja, das ist so wichtig, dass du das, dass du das jetzt mit uns teilst, ja. Weil ich höre auch immer, vielleicht geht es dir auch so, dass Leute sagen, weißt du, ich lege mich am Abend nieder und ich kann gar nicht einschlafen, weil pausenlos es rattert, ja, was ich alles noch tun muss und was ich vergessen habe und wo ich mich schuldig fühle und, nicht? Genau. Und wie wir doch alle gelernt haben, dass der Schlaf so heilsam ist für Körper, Geist und Seele. Und dann kommen so viele Menschen nicht mehr in ihren gesunden Schlaf hinein. Oder sie werden nächtens irgendwie nach 2, 3 Stunden Schlaf munter und können nicht mehr weiterschlafen. Ja. Ja? Weil immer wieder dieser Verstand, dieses Ego, das so getrimmt worden ist in unseren Prägephasen, in unseren Schulzeiten. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, auch beide in unseren Arbeitsfeldern den Menschen wieder. Du sprichst immer so schön von der Herzebene. Bei mir ist es immer so, diese Bauchebene. In Wirklichkeit braucht es alle 3 Ebenen, um diese, auch so wie du gesagt hast, diese Balance, ne? Dass wir wieder verstehen, dass diese 3 Ebenen in einer gesunden, für uns gesunden Balance existieren dürfen. Und das heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten und wir brauchen auch unser Ego, ja? Wir brauchen auch irgendeine Instanz, die sagt, hey, da ist eine rote Ampel, also ist es gut, wenn du jetzt mal stehen bleibst, ja? Ja, Nur ganz weil Rot jetzt vielleicht geil ist oder sexy ist, ja, macht das jetzt keinen Sinn, ja, da jetzt irgendwie zum Tanzen anzufangen und da aufs Gas zu steigen. Also wir brauchen schon, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber um einfach ein Bild zu haben, wir brauchen schon unseren Verstand. Aber wir brauchen ihn nicht nur ausschließlich und dass er so mächtig ist.
Ja, es geht um die Meisterschaft des Geistes. Ja. Es geht um die Meisterschaft. Also ich bin die Meisterin, nicht mein Verstand. Ja. Ich kann sagen, jetzt gehst schlafen. Ich kann aussteigen. Und wenn ich das nicht kann, dann kann man das lernen. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, das meistern zu lernen, in die Entspannung zu kommen. So wie du sagst, Schlaf ist also eben Tag und Nacht. Wir brauchen die Balance. Wenn wir nicht schlafen können, da fehlt uns ein ganz wichtiger Teil unserer Kraft. Ja. Und es geht um die Meisterschaft des Geistes. Und so wie du sagst, also eben da diese drei Zentren, also Kopf, Herz und Bauch, sind wirklich die drei Zentren, die in die Balance kommen dürfen, damit es uns gut geht. Und wenn da irgendwo etwas aus der Balance ist, dann merken wir es einfach. Und das ist die Arbeit, das ist die Zeitqualität, was wir zu tun haben, weil es gibt im Außen auch nichts mehr, wo wir uns gerade anhalten können. Es herrscht das Chaos. Da oben habe ich das Chaos drinnen, das alte Chaos. Deswegen mit allen Ängsten und Sorgen, was wird kommen, werde ich mir nur das Öl und den Strom leisten können und, nicht so. Ja, und das heißt eben, das ist der Call, fang an, mit dir zu arbeiten, komm in deine spirituelle Kraft, komm wieder in deine Erdung und nutze die Kraft der Natur, nutze auch die schamanische, wenn es dich hinzieht, das ist ja nicht für jeden das Wahre, dann denkt sich schon, oh Gott, was ist das? Aber es ist ja, wie gesagt, es geht auch um die Entzauberung auch dieses Wortes und gleichzeitig habe ich halt jetzt schon meine Webseite Lichtschamanin und wenn ich frage, wenn mich Leute finden, was haben sie gesucht, dann sagen sie schon Schamanin. Mhm. Also es kommt das Bewusstsein auch wieder, wir wollen uns anbinden an diese natürliche Kraft, wo eben eine Schamanin mich da begleiten kann, weil sie hat es ja selber jetzt auch erfahren und ist diesen Weg gegangen. Ja. So sehe ich mich auch als Wegbegleiterin immer auf Augenhöhe und ich bin auch, also eben, es geht auch darum zu lernen, Mensch zu sein. Also dieses menschliche Erfahrung ist keine einfache Erfahrung. In der jetzigen Zeitqualität und in den letzten, weiß ich nicht wie viele tausend Jahre, Kali-Yoga, dunkle Zeit auf diesem Planeten. Und wir sind diejenigen, die in dieser Zeitqualität die Heilung in uns selbst erfahren, damit sie auch im Außen sich zeigen kann. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss gewesen, Sabine. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, danke. Ich habe das gerade auch so empfunden. Ja, voll. Genau. Ich danke dir vielmals. Sabine, magst du nochmals, du hast jetzt ganz kurz deine Homepage erwähnt, magst du nochmal die Zeit jetzt dir nehmen, um den Menschen da draußen zu sagen, wo sie dich finden können? Ja, das ist ganz einfach. www.sabineutereiner, so wie der Vorname mit AI, Sabine Ute Reiner, alles zusammengeschrieben, .com. Wunderbar, wunderbar. Ich danke dir, liebe Bettina, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, darüber zu sprechen, was mein Arbeitsfeld ist, unser gemeinsames Arbeitsfeld, da in die Kommunikation zu bringen, hat mich sehr gefreut, wie du den Aufruf gestartet hast, habe ich gleich gewusst, ja, ich will. Ja, ich danke dir vielmals für deine Weisheit, für dein Strahlen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Bei uns fängt es gerade zum Regnen an. Die Natur braucht das jetzt gerade so dringend. Ja, alles ist gut, alles wird gut. Ja. Genau. Und wir helfen vor uns hin und wenn wir was brauchen, können wir uns immer Hilfe holen. Wir sind nicht alleine im Universum. Absolut, absolut. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute auf euren Weg. Schön, dass ihr dabei wart heute.